Liebe Grüße in die Schweiz. Acapulco bei Nacht. Vielen herzlichen Dank. Die Calimeros. So, nett, dass Sie jetzt, meine liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, Dom Ross weiß jetzt nicht mehr, wie es weitergeht. An dieser Stelle der Sendung habe ich eigentlich nie gewusst, wie es weitergeht. Wie Sie wissen, wir feiern in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum von Immer wieder Sonntags, wo mein Name drunter steht und meine Redaktion. Die machen sich wirklich viel Arbeit, da steckt viel Mühe dahinter. Ich weiß das wirklich ganz groß zu schätzen, wie letzte Woche zum Beispiel die großen Höhepunkte meiner Umzugskunst haben sie zusammengestellt mit vielen, vielen Schnitten, mit tollen Bildern, mit tollen Filmen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt stehe ich hier an meinem Punkt, das ist die Dom Ross Statue, so kann man auch sagen. Und ich werde logischerweise nicht zu übersehen unser Überraschungspaket für heute öffnen dürfen. 20 Jahre, immer wieder Sonntag, ich kann es immer nur sagen, dank Ihrer Treue. Ich habe erst am Samstag zu den Generalproben zwei Stunden, glaube ich, später kommen dürfen, weil, ja, Überraschung halt, ne? So, also jetzt bin ich gespannt. Ach nee. Wieder eine Sonntagsüberraschung. Christoph Sonntag. Stefan. Habert Ehre. Habert die Ehre. Wir gehen mal kurz auf die große Bühne. Na, erstmal kriegst du einen Applaus. Meine Damen und Herren, der passt schon immer wieder Sonntag. Christoph Sonntag. Hey. Schön, dass du mal wieder da bist. Wir gehen auf den Thron. Ich sitze seit 3 Stunden da drin, das war toll. Seit 3 Stunden? Ich bin jetzt konserviert für die nächsten Jahrzehnte. Wir gehen auf einen schönen Thron, du darfst dich draufsetzen. Aber, ja. Stefan, weil seit 20 Jahren machst du die Sendung. Ja. Ich habe deine erste Sendung angeschaut. Du warst 30, ich war 5 oder so. Und wir wollen jetzt mal testen, wie gut du dich in deiner eigenen Sendung auskennst. Wir machen ein kleines Quiz. Boah. Und da können wir jetzt gleich hochgehen und jedes Quiz hat Regeln. Ja. Unser Quiz hat auch Regeln. Du hast 2 Joker. Ah. Du darfst niemand anrufen. Ja. Joker Nummer 2, du darfst nicht das Publikum befragen. Ja. Gibt aber auch eine gute Nachricht, du kannst nichts gewinnen. Wir gehen auf den Thron. Applaus für Stefan Ross. Und Christoph Sonntag. Quizgast. So. Gut, wir legen los. Es gibt ein paar Zuspiele aus deinen Sendungen der letzten 20 Jahre. Und ich würde sagen, das große immer wieder Sonntagsquiz beginnt jetzt. So. Stefan, wir schauen uns einen Ausschnitt an aus der Sendung, die etliche Jahre zurückliegt. Helene Fischer war dein Gast. Ja. Und wir schauen mal ganz kurz in die Mats rein. Mats ab. Der hat dreieckige und viereckige Zähne und so. Du erinnerst dich? Ja, dreieckige und viereckige Zähne. Okay. Okay, das Kind beschreibt ein Foto von dir. Ja. Und Helene muss dich erraten. Ja. Dreieckige Zähne. So, ja. Was antwortet Helene? Weißt du es noch? Erinnerst du dich? Grob? Sagt Boah. Sie entweder, ja, okay. Wer im Dreieck läuft, hat Kreislaufprobleme. Nein. Oder antwortet sie, ich will es mal noch nicht verraten, irgendwas mit einem Gebiss vielleicht? Sagt er nachher den richtigen Satz? Oder sagt sie C, ich tippe auf Horst Schlemmer? Nee, das hat sie auch nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt? Also eher das mit dem Gebiss? Ja. Wollen wir mal sehen, was Helene Fischer antwortet? Bitte. Mats ab! Das ist ja du, wenn du das Gebiss rausnimmst, Stefan. Stimmt. So was. Okay, nächster Ausschnitt. Boah, vielen Dank, Helene, nachträglich. Ja, jawohl. Noch ein Ausschnitt, du gehst durchs Publikum auf der Suche nach jemand, der für dich Peter Maffay anmoderiert. Wir schauen uns auch diese Mats an. Mats, ab bitte. Können Sie sich vorstellen, für Peter Maffay eine wunderschöne Moderation zu machen? Ja, super. Was soll ich sagen? Okay, was passiert als nächstes? Erinnerst du dich an die Situation? Sagt die Zuschauerin A, ich möchte aber lieber Olaf den Flipper sehen. Sagt sie B, ich stehe auf und singe über 7 Brücken oder 7 Bürgen musst du gehen. Oder C, du setzt dich auf den Stuhl neben ihr. Haben wir schon mal Peter Maffay bei Immer wieder Sonntags gehabt? Ja gut, ist egal, vielleicht hat es ja irgendwie eine andere Funktion gehabt. A, B oder C, Zeit läuft. Gucken? Ich setze mich neben die Frau, glaube ich. Wir schauen uns an. Mats ab. Was wollen Sie sagen? Ja. Ja, das passen wir auf. So schnell geht es jetzt auch wieder nicht. Also, der war nass, genau. Oh je, yeah. Oh Gottes Willen. Stimmt. Da haben Sie jetzt wieder was zu schreiben, wie ich hinten ausschaue. Ja, super, toll.
So, ist jetzt auch egal. Völlig wurscht. Ja. Shit happens. Seither trägst du immer die wasserfeste Unterwäsche zur Moderation. Ja, auf alle Fälle, Christoph. Dritte Szene. Wir erinnern uns an eine Szene mit einem kleinen Jungen mit einem roten Mikrofon. Dominik. Und du stellst Dominik eine Frage. Wir schauen es uns an. Mats ab. Sag einmal, Dominik, wie alt bist du eigentlich? Okay, du fragst Dominik, wie alt ist er? Ja. Antwortet er A, das geht dich gar nichts an? Oder sagt er B, das hast du mich in der Probe schon gefragt? Oder macht er C so eine alberne Nachricht, wie ich bin der Osterhase oder bin der Nikolaus oder irgend so was ganz anderes? Was denkst du? Also ich glaube B, das hast du mich in der Probe schon gefragt. Glaube ich. Glaubst du? Wir gucken mal die Lösung an. Erste Wort. Was sagt Dominik? Mats ab. Ich bin der Niklas. Ach, du bist der Niklas. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch schon einen Sonnenstich. Ja? Ich glaube, eher mir ist so heiß Niklas, genau. Ja. Namen sind Schall und Rauch, gell, Bernd, ja, ja. Klaus, Rainer, Franz, egal. Film. Gut, wir kommen zum letzten Ausschnitt. Ja. Den schauen wir uns auch noch mal an. Da hattest du einen Erfinder da in deiner Sendung. Wir schauen uns die Mats an. Mats ab, bitte. Also das, naja, ein Regenschirm, da gibt es ja schon ein Patent. Gibt's ja schon drauf, oder? Regenschirm gibt's schon, das ist aber was anderes. Es ist was anderes. Was könnte es sein, erinnerst du dich? Ist es A, ein Regenschirm für Hunde, B, ein tragbares Aquarium oder C, eine mobile Obstschale? Ich glaube, daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Da war, glaube ich, mein Dackel Dezenzi zu Gast. Ja. Und ich denke, es ist ein Regenschirm für Hunde. Ich glaube, da war der Hund auf der Bühne. Wir schauen uns die Auflösung an. Also pass auf, ich habe hier zufällig einen Hund. So. Ja, zufällig. Also, Zenzi, du gehst jetzt mit deinem Herli Gassi. So, Herli mit Regenschirm, Hund mit Regenschirm, wunderbare Erfindung, oder? Ein Regenschirm für Hunde. Wir sehen, es gibt noch lustigere Erfindungen als die singende Forelle und Karl Lauterbach. Ja, ja. Du hast 75% richtig gemacht, das heißt, es ist altersbedingt wirklich ein guter Schnitt. Danke. Ich würde sagen, ein toller Applaus für Stefan, unseren Quizkandidat. Stefan, ich mache mich wieder vom Acker. Sehr, sehr schön. Ich bin ja auf Tour, komm gerne in meiner Show vorbei. Und dann würde ich sagen, in 20 Jahren komme ich hier wieder mit neuen Fragen. Sollen wir so machen? Auf alle Fälle, da haben wir ja genügend Material, dann können wir 40 Jahre immer wieder sonntags feiern. Danke. Bis dann, mein Lieber. Tolle Überraschung. Dankeschön an meine Redaktion. Einen Riesenapplaus nochmal. Wir schauen dich an auf Tournee. Christoph Sonntag. Dankeschön. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Bis später.